Hi Leute, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Die, die ganz aufmerksam meine bisherigen Videos geguckt haben, denen ist vielleicht schon aufgefallen, dass unsere Couch endlich da ist. Es hat echt richtig lange gedauert, bis sie geliefert wurde und es gab einige Probleme zwischendurch, aber egal, jetzt ist sie endlich da. Und die zeige ich euch dann aber nochmal gesondert in einem anderen Video, wo es dann eben nochmal um die Wohnung geht, weil sich jetzt Stück für Stück alles fügt und jetzt wirklich nur noch Kleinigkeiten sind, die gemacht werden müssen. Und ja, was gibt es sonst noch zu berichten? Es war Thanksgiving, wir haben schön gefeiert, also die Familie von Gino war da, die Schwester von Gino ist Köchin und die hat Gott sei Dank das Kochen komplett übernommen und hat wirklich einiges an Gerichten gezaubert und unser Kühlschrank ist immer noch komplett voll mit den ganzen Leftovers. Aber scheinbar kriege ich den Mund trotzdem nicht voll. Ich habe jetzt nämlich eine ganze Menge Süßigkeiten gekauft, um dieses Video für euch zu drehen. So, und dann würde ich sagen, filme ich euch das Ganze erstmal ab. So sieht das Ganze aus. Und wir gehen es mal kurz Stück für Stück durch. Ich dachte mir, für Amerika ganz typisch sind natürlich die Marshmallows. Und da das jetzt ein bisschen langweilig wäre, einfach nur Marshmallows zu nehmen, die haben wir in Deutschland auch, habe ich hier mal so eine Marshmallow-Peace-Chocolate-Dinger genommen. Also das sind, wie man sieht, einfach so eine Art Cookies mit Waffel und Schokolade und innen drin Marshmallow. Da bin ich schon ganz gespannt, wie das wird, weil ich muss sagen, Marshmallows bin ich jetzt nicht so der Fan davon. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass es, wenn es nur so eine Komponente in dem ganzen Ding ist und dann eben noch Schokolade und so weiter drumherum ist, dass es dann ganz geil sein könnte. Dann haben wir hier, ja, was ist das eigentlich? Also Donuts. Und zwar, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht so ganz normal, stinknormale Donuts, sondern Donuts, die so ein bisschen lebkuchenmäßig sind. Das erkennt man vielleicht auf dem Bild. Und ich dachte mir, jetzt zur Weihnachtszeit passt es auf jeden Fall und erinnert ja auch irgendwie so ein bisschen an Deutschland, also quasi so American Culture meets German Culture. Und da bin ich auch schon ganz gespannt, wie die schmecken. Und dann konnte ich es nicht lassen. Ich brauche einfach den Vergleich zu den Sachen in Deutschland. Also hier dieses Christmas Gingerbread könnte ich mir vorstellen, ist wie bei uns so ein bisschen der Spekulatius. Nur, dass hier noch so ein bisschen komisches Zeug drauf ist. Also mal gucken, wie das schmeckt. Dann habe ich jetzt hier so ein bisschen doppelt gemoppelt gekauft. Die haben wir auch nochmal. So einen kleinen Marshmallow-Cookie mit Schokolade drauf, anscheinend mit bitterer Schokolade, so sieht es zumindest aus. Dann kann ich auch den Vergleich geben, was jetzt besser war, das oder das. Und dann habe ich hier einmal so eine Popcorn-Chips, also so ein Mix aus Popcorn und Chips anscheinend, Flavor Sea Salt genommen. Ja, keine Ahnung, also ich esse Chips sehr gerne, Popcorn nicht so. Und das Ganze dann noch gesalzen wird auf jeden Fall interessant werden. Dann habe ich hier nochmal einfach so einen Fertigkaffee mit Häselnaht. Da habe ich erstmal überlegt, ob ich diese Fertigkaffees von Starbucks nehme. Da gab es nämlich dieses Pumpkin Spicy Latte in irgendeiner, ach, ich weiß gar nicht, wie viel das war. Ich glaube so 10 Liter oder so. Dann dachte ich mir, okay, mir schmeckt das aber eigentlich nicht. Deswegen gebe ich jetzt einfach mal hier. Ah, dieses Pumpkin Spice, die Latte schmeckt mir eigentlich gar nicht. Deswegen dachte ich, okay, nimmst du jetzt mal hier so ein No-Name-Produkt und guckst, wie das ist. Da hinten ist jetzt was schon runtergefallen. Das hier Cheez-It, ich weiß, ich kann mir vorstellen, dass wir das bestimmt so in ähnlicher Form zumindest auch in Deutschland haben. Aber ich dachte mir, dann sowas aus der salzigen Ecke darf auf jeden Fall auch nicht fehlen. Und was mit Käse darf auf jeden Fall auch nicht fehlen. Von daher hier einmal noch mit Käse. So, und dann die Reese's und Chips Ahoy kennen ja, glaube ich, auch in Deutschland schon so ziemlich alle. Aber das hier ist jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, so ein Mix aus beiden. Also das ist eigentlich fast das, wo ich am meisten gespannt bin, weil ich diese Peanut Butter Reese's so total liebe. Und das in einem Keks hört sich auf jeden Fall nicht schlecht an. Und dann last but not least, ne, damit ich auch ein bisschen was davon habe, weil wie gesagt, ich mag Reese's sehr gerne, habe ich mir hier diese Dip Pretzels geholt. Da gab es auch verschiedene Marken, andere waren so Schokobrezeln, das hat sich auch nicht schlecht angehört, aber ich dachte, da ich Reese's so mag, nehme ich mal lieber das. Und ja, wie man sieht, sind das so Brezeln mit Peanut Butter Candy und Milchschokolade. Ich versuche das auch so ansatzweise in der Reihenfolge jetzt
zu essen, wie ich euch das gerade gezeigt habe, mit der Ausnahme von, also das war ja auch das erste hier. Danach werde ich aber die anderen Marshmallows direkt essen, damit man direkt den Vergleich hat. Okay. Ich bin gespannt. Ich habe, wie gesagt, immer noch so ein kleines schlechtes Gewissen, dass ich jetzt hier so viel Zeug aufmache. Also ich weiß gar nicht, wer das dann alles essen soll. Okay. Und zwar, so sehen die Dinge aus. Was mir gerade noch auffällt, also auf der Packung sieht es so aus, als ob es helle Marshmallow-Creme gibt und dunkle. Und wenn ich das jetzt hier aber aufmache, scheint das, ich hoffe, man sieht es, ne? Es scheint so ein Mix aus beiden zu sein. Okay. Also, ich muss sagen, erstmal, es ist natürlich relativ süß. Das ist jetzt aber wahrscheinlich nicht so die große Überraschung. Das wird wahrscheinlich so ziemlich alles hier, bis auf die salzigen Sachen sein. Aber ich hätte mir das Ding wesentlich mehr nach Marshmallow schmeckend vorgestellt. So sieht das Ganze von innen aus. Ich habe jetzt doch schon mal das halbe Ding gefuttert. Es ist tatsächlich so, dass man den Marshmallow wirklich nur ein bisschen rausschmeckt. Und das vor allem, also auch nicht nach Schokolade schmeckt, die hier oben dran ist, sondern dass es wirklich nach so Keksteig schmeckt. Und das Ganze ist auch so, ich sag mal, relativ trocken. Also ich bin nicht so begeistert. Es hätte mir ruhig ein bisschen mehr nach Marshmallow schmecken dürfen. Und es ist, wie gesagt, so ein bisschen trocken und von der Schokolade merkt man eigentlich kaum was. Wenn ich da jetzt Punkte vergeben müsste, würde ich sagen, also es ist nicht wirklich lecker, es ist aber auch nichts von diesen komischen Sachen, wo man sich so denkt, oh Gott, was ist das denn? Und das will ich überhaupt nicht essen. Es ist okay, also ich würde mal sagen, 5 von 10 Punkten. Und weiter geht's, haben wir hier direkt den Vergleich. Mal gucken, ob die ein bisschen mehr nach Marshmallow schmecken. So, ich mache es mir mal richtig einfach und schneide es einfach mit der Schere auf. Jo, also es ist auf jeden Fall dunkle Schokolade, wie ich schon vermutet hatte. Also ich muss sagen, da soll ja eigentlich nicht mit vollem Mund reden, ne? Ich würde sagen, das schmeckt mir deutlich besser als das andere. Erstmal ist es halt deutlich kleiner, so sieht das Ganze jetzt aus, schön reingebissen. Wenn man sich das anguckt, sieht man, dass halt mindestens die Hälfte davon auch wirklich Marshmallow ist. Und das schmeckt man auch, also es schmeckt trotzdem immer noch sehr keksig. Und hier würde ich sagen, die schwarze Schokolade ist so die prägnantesten oder die prägnanteste Komponente von dem Ganzen. Und so ganz meins ist es auch nicht. Ich würde aber auf jeden Fall im Vergleich zu dem anderen hier auf jeden Fall ein Pünktchen draufgehen, dann wären wir bei 6 von 10 Punkten. Dann kommen wir hier zu den Lebkuchen-Donuts, auf die ich schon ganz gespannt bin. Und zwar werde ich, glaube ich, den ganz dunklen hier in der Ecke direkt essen. Also, schmeckt auf jeden Fall schon mal nach Donut, ist ja klar. Ich würde auch sagen, so diese kleine Lebkuchenkomponente ist drin. Also es ersetzt auf jeden Fall keinen Lebkuchen, aber es hat so ein bisschen so den Flavor davon. Ich bin übrigens schon dabei, unsere Couch, die heute geliefert wurde, direkt hier überall einzusauen. Ja, und mein Fazit zu dem Ganzen ist, Lebkuchen, naja, also so ein bisschen. Es ersetzt auf jeden Fall keinen Lebkuchen, aber als Donut hält er auf jeden Fall, was er verspricht. Und daher würde ich dem Ding 8 von 10 Punkte geben. Okay. Und dann machen wir als nächstes weiter mit dem Gingerbread und werden mal gucken, ob man das als Spekulatius bezeichnen kann. Die sind auf jeden Fall so ganz süß einzeln verpackt. So sieht das Ganze aus. Okay, ich bin echt gespannt. Okay, also es schmeckt auf jeden Fall 1A wie Spekulatius vom Geschmack her. Also wirklich genau so. Allerdings gibt es einen großen Unterschied. Und
Das habe ich mir auch schon ein bisschen gedacht. Das stand nämlich auch auf der Verpackung noch mal ein bisschen kleiner drauf. Es sind halt so Kekse, die eher so ein bisschen Kuchenteig locker sind im Vergleich zu unseren Spekulatius, die ja komplett hart sind. Das hier ist wirklich sehr weich. Und ich muss sagen, das ist natürlich irgendwie ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich glaube, ich mag das ganz gerne. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich das lieber mag als die regulären Spekulatius, weil eigentlich ist es ganz cool, dass es so weich ist. Und naja, den Zuckerguss ist, glaube ich, eher so zur Verzierung. Also schmeckt man jetzt nicht so großartig. Also hier würde ich jetzt sagen, ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Spekulatius-Fan. Also ich würde auch den deutschen Spekulatius jetzt keine 10 von 10 geben. Deswegen sagen wir mal 8 Punkte. Okay, wir kommen vorerst mal zu den nicht süßen Sachen, wofür ich ganz dankbar bin, weil ich gerade irgendwie auch eher Bock auf was Salziges habe. Und zwar diese Chips. Und schauen uns das mal an. Okay. Also ich muss sagen, mein erster Gedanke, gerade als ich die gegessen habe, war so, okay, das ist irgendwie komisch, weil es schmeckt wirklich wie so ein Mix aus Chips und Popcorn, was ja auch die Marke verspricht. Und ja, es war so ein bisschen komisch, aber dann, als ich weitergekaut habe, ich gemerkt, dass es eigentlich gar nicht so schlecht ist. Ich finde es eigentlich eine ganz witzige, interessante Mischung. Bei Chipsorten gibt es ja sowieso mittlerweile, weiß ich nicht, was alles. Und dann wieso nicht eigentlich auch mal mit Popcorn. Also ich finde es nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Probieren wir mal nochmal einen. Erinnert auch total so an diese Reiswaffeln. Nur, dass man halt noch so eine salzige Komponente und halt irgendwie auch so eine Chips-Komponente dazu hat. So Reiswaffeln mag ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht, aber ich finde, mit dem Salz, dann hat es schon wieder was. Boah. Ja, also alles in allem gibt es von mir eine Empfehlung für diese und 8 Punkte. So, jetzt kommt der nächste salzige Snack und zwar die Cheez-It, die mir, glaube ich, auch ganz gut schmecken werden. Schauen wir mal. Von innen verspricht das Ganze auf jeden Fall schon mal eine ganz coole Mischung aus allem Möglichen. Ich probiere mal den hier. Boah. Okay. Das ist für mich, glaube ich, von allen Sachen, die ich bisher gerade probiert habe, das Beste. Einfach nur, weil ich einfach Käse super gerne mag und das Ding schmeckt mega nach Käse. Also richtig heftig. Okay, ich glaube, das ist dann zum Beispiel einfach nur eine ganz stinknormale Brezel. Hat man hier nochmal so eine Kugel? Ich hoffe, das ist eine Käsekugel. Oh ja. Käsig und richtig heftig salzig. Was ich aber auch nicht schlecht finde. Dann haben wir dieses Ding hier, was so ein bisschen zimtmäßig aussieht. Aber auch salzig schmeckt auf jeden Fall. Und anscheinend noch so eine Scheibe Brot, genau. Die kennt man ja, glaube ich, auch noch so aus Deutschland, nur dass sie da ein bisschen größer waren. Auch nicht schlecht. Also, wärmste Empfehlung von mir und vor allem diese Dinger hier sind göttlich. Und diese hier. Also wer Käsegeschmack gerne hat, wird das lieben. Ja, und wenn ich das Ganze jetzt bewerte, würde ich dem Ding dann 9 von 10 geben. Und zwar, also für eine 10 hat es dann doch nicht ganz gereicht, weil es jetzt einfach auch jetzt nichts super Besonderes ist. Und es gab ja eben hier so verschiedene Dinger drin und mir haben jetzt nicht alle gleichbleibend gut geschmeckt, sondern es gab halt eben diese zwei Favoriten. Und ich denke aber mal, eine 9 ist natürlich auch schon eine ganz gute Punktzahl. Und ja, bisher mein Favorit. Dann habe ich hier nochmal was, das hatte ich vorhin gar nicht gezeigt. Und zwar hatten wir an Thanksgiving auch ein paar Kinder aus der Familie mit dabei, die eben auch so ihren ganzen Süßkram und so weiter mit hatten. Und dabei ist das hier übrig geblieben, was ich übrigens auch noch, also noch nicht probiert habe. Das sind Doritos. Und mit Chili Lemon
Geschmack, also Chili-Lime-Geschmack. Und jo, ich glaube, die könnten mir auch sehr gut schmecken. Ich mag sowas. Ich mag auch scharf. Ich habe allerdings ein bisschen Angst, dass es zu scharf sein könnte. Aber okay, let's give it a try. Boah, also. Wow. Man muss das erst ein bisschen auf sich wirken lassen. Am Anfang denkt man so, okay, so krass ist es ja eigentlich gar nicht, aber ist schon ganz schön scharf. Muss ich sagen, also sehr salzig und ansonsten scharf. Ich fand es aber gar nicht so schlecht. Also, ich glaube, ich darf fast noch mal einen essen, um zu gucken, wie dieser Leimgeschmack so ist. Den habe ich jetzt nämlich noch nicht so raustesten können. Ja, doch. Ja, ist echt eine coole Mischung. Also, gerade jetzt, wo ich ein bisschen drauf geachtet habe, auch mit dem, also scharfes hat man ja öfter, und dass dann eben so ein bisschen Leim mit dabei ist, finde ich eigentlich echt ganz cool. Und ja, ist echt lecker. Ich würde dem ganzen Ding sogar so 7 von 10 Punkten geben. Und weiter geht's im Text. Jetzt wird es wieder ein bisschen schokoladiger, und zwar die Reese Meets Chips Ahoy Packung. Und ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Also, die Peanut Butter schmeckt man auf jeden Fall raus und die Schokolade auch. Und ich muss sagen, es ist echt eine runde Sache. Also, schmeckt sehr lecker und ist auf jeden Fall eine interessante Kombination. Also, es ist halt wirklich wie so ein Chips Ahoy Cookie, die wahrscheinlich jeder kennt. Eben noch zusätzlich mit der Peanut-Komponente. Und wer so ein Peanut-Fan ist wie ich, der wird das wahrscheinlich lieben. Und man merkt irgendwie auch, dass es Reese ist, weil eben die Art und Weise, wie das zusammengesetzt ist, einfach an diese Butter Cupcakes auch erinnert, die man eben von Reese kennt. Das würde mich mal interessieren, ob es die vielleicht auch in Deutschland gibt. Also ich könnte es mir fast vorstellen, weil es ja mittlerweile beide Marken eigentlich auch zumindest in manchen Supermärkten gibt. Und dann könnte es ja auch eigentlich auch die Kombi geben. Leute, ich habe es ganz vergessen, hier noch eine Punktzahl zu geben. Deswegen hier nachträglich. Also das Ding kriegt von mir eine 7 von 10 Punkten. Leute, ich weiß nicht, erkennt man das von den Doritos? Ey, ich habe wirklich ein, zwei Mal reingegriffen und direkt sehen meine Hände da hier und hier so rot aus, ey. Außerdem ist mir aufgefallen, dass ich jetzt den Kaffee hier fast vergessen hätte. Also der muss auf jeden Fall auch noch probiert werden. Und zwar hatte ich ja vorhin, glaube ich, schon gezeigt, hat er eben so Hazelnut Flavor und sowas trinke ich ganz gerne mal, wenn ich irgendwie bei Starbucks oder sonst wo bin. Und deswegen dachte ich mir, ich versuche den einfach mal aus dem Supermarkt zu nehmen und guck, wie der schmeckt. Der hat auf jeden Fall keinen extra Zucker, also 0 Gramm Zucker, hat das ganze Ding 80 Kalorien, was ja eigentlich echt auch in Ordnung ist. Also das sind hier 355 Milliliter und 10 Gramm Protein, also relativ viel, und hier steht Naturally Sweetened Hazelnut. Und ja, schauen wir einfach mal, wie das schmeckt. Also man merkt auf jeden Fall, dass kein extra Zucker mit drin ist. Das ist zur Abwechslung mal nicht so super süß. Und ich mag den ganz gerne, muss ich sagen, und könnte mir auf jeden Fall vorstellen, den öfter zu holen. Also dem Ding würde ich wirklich eine 9 von 10 Punkten geben. Und dann haben wir hier noch last but not least die Reese's Dip Bretzels. Und zwar sind das Brezeln mit Peanut Butter Candy und Milchschokolade drumrum. Und ich hatte ja schon ein bisschen angedeutet, dass das eigentlich fast meine Favoriten sein könnten, weil das eben diese eine süße Komponente mit der Schokolade hat, aber auch eben die salzige mit der Peanut Butter und dem Salz. Und ich könnte mir vorstellen, dass mir das echt gut gefällt. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das schmecken wird. Machen wir das ganze Ding mal auf. Ich muss sagen, ich hoffe auch, dass es wirklich schon ein bisschen schön salzig ist. Okay, also
Ich würde sagen, es ist echt lecker. Es könnte für mich salziger sein. Also, ich hätte das sogar gerne so noch gemacht, wenn sie wirklich noch so ein bisschen wie bei diesen Salzbrezeln so wirklich Salz drauf gemacht hätten. Also nicht nur in diesem Peanut Butter Ding Salz gehabt hätten, noch mal extra drauf gemacht hätten. Trotzdem ist gerade im Nachgeschmack ist das Ding eigentlich salziger, als man denkt. Also als ich es erstmal raufgebissen habe, dachte ich mir so, okay, ist echt wenig Salz, aber dann so im Nachgeschmack merkt man, dass es doch einiges an Salz ist. Und dann, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich gerade nur so eine Momentaufnahme ist. Ich habe eigentlich gerade mehr Lust aufs Salziges als aufs Süßes. Und daher dominiert mir der Schokoladengeschmack fast ein bisschen zu sehr. Also da ist natürlich so eine kleine Brezel drin, aber die ist gut von Schokolade umhüllt und eben von Peanut Butter. Und man schmeckt es natürlich noch raus, das schon. Aber es könnte für mich fast ein bisschen mehr sein. So sieht das Ganze übrigens in der Packung aus. Und ja, auch wenn ich jetzt ein bisschen gemeckert habe, würde ich sagen, alles in allem eine runde Sache. Außerdem ist das Ding auch sehr vorteilhaft, wenn man nicht weiß, habe ich jetzt Bock auf was Süßes, also so Schokolade oder auf eher was Salziges. Beides irgendwie, dann hat man hier einen ganz guten Kompromiss getroffen, weil hier hat man beides auch, wenn wie gesagt die Schokolade jetzt ein bisschen dominiert und hat auf jeden Fall trotzdem auch diese salzige Komponente mit dabei. Und ich würde sagen, alles in allem auf jeden Fall eine runde Sache. Und ich gebe dem Ding 8 von 10 Punkten. Alles in allem kann ich auf jeden Fall sagen, dass die Cheez-It meine Favoriten waren. Dicht gefolgt von den Doritos, die so ein bisschen scharf waren. Und Schlusslicht sind dann die Marshmallows, und zwar die Kekse, diese Marshmallow-Kekse, die ich ganz am Anfang ausprobiert habe. Ich mag zwar Marshmallow-Geschmack nicht, aber es hat mich schon ein bisschen gestört, dass es, obwohl Marshmallow draufsteht, einfach dieser Geschmack so gar nicht rauskommt, weil das Ding einfach nur nach trockenem Keks schmeckt. Und von daher würde ich von dem auf jeden Fall abraten, falls ihr irgendwie mal in Amerika sein solltet und das dann im Supermarktregal seht. Mich würde jetzt interessieren, habt ihr auch schon Erfahrungen mit amerikanischen Süßigkeiten gemacht? Egal, ob ihr jetzt vielleicht schon mal drüben wart und aus dem Supermarkt Sachen geholt habt oder ob euch jemand mal was mitgebracht hat. Oder heutzutage gibt es das, glaube ich, sogar auch schon in Online-Shops. Also man hat auf jeden Fall super viele Möglichkeiten, da ranzukommen. Ja, was habt ihr so ausprobiert? Was hat euch geschmeckt? Was hat euch nicht geschmeckt? Ich bin übrigens immer dankbar für Tipps. Also vielleicht habt ihr auch noch was, was mir jetzt noch so gar nicht aufgefallen ist, was ich auch mal ausprobieren könnte. Und ansonsten freue ich mich wie immer, wenn ihr mir einen Thumbs up und einen Kommentar da lasst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao.